Und damit, meine Freunde, ein recht herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Monster Hunter World. Ja, wir sind hier stehen geblieben und müssen die Ältesten suchen. Besser gesagt, die Fußspuren der Ältesten. Mal schauen, ob uns das gelingt. Ich habe im Wald schon die Hälfte der Miete gemacht, kann man sagen. Und ja, Freunde. Das wird auf jeden Fall lustig. Kraut nehme ich mit. Na. No. Was muss, das muss. Im letzten Part haben wir, oder besser gesagt, ich euch mitgenommen, als ich den Nergigante besiegt hatte. Also ich habe ihn schon besiegt, ich habe nur noch laufen lassen, was denn genau nachträglich passiert ist. Leider ein bisschen später, aber ist egal. Hab nicht wirklich viel verpasst. Wo sind wir denn hier? Da war ich noch nie oben. Ganz am Anfang wollte ich da mal hoch, aber ich wollte zuerst noch gucken, was denn hier sonst noch so ist. Kann ich jetzt hier einfach runterjumpen? Ja, kann ich. Gut. Nicht schlecht. Und die Blitzkäfer sind hier en masse, en fleek. Sagt mir jetzt nicht, ich kann keine Blitzkäfer mehr einsammeln. Wäre ziemlich assi, würde ich sagen. Und bitte keine Rathian, ich hatte vorher noch Spaß mit dem Rathalos. War nicht gerade cool. Mit dem Rathalos, mit dem Diablos. Der meinte mir auch auf den Sack zu gehen. Giftpilz. Mitnehmen. Könnt ihr mit mir interagieren? Cool. Könnt ihr mit mir interagieren? Das muss von dem Drachenältesten stammen, von dem uns der Meister der Jagd erzählt hatte. Seid ihr aggressiv oder nicht? Aber wow, wie viel wir gerade bekommen haben. Nicht schlecht. Echt nicht schlecht. Man soll also nicht lange suchen, man soll die innerhalb von zweimal hin und her porten kriegen. Ist doch auch mal was Schönes, ne? So, ja, jetzt sind wir wieder hier an der Weggabelung. Also, ich war schon beim Diablos unten. Ja, da seht ihr schon seine Fußspuren, wo er uns überall hin verfolgt hat, der gute Koloss. Aber ich denke mal, ich muss runter hier. Da werde ich nicht fündig. Nitropilz nehme ich mit. Brauche ich für meinen Angriff, wenn ich den Schweinskopf wieder brauche oder so. Und jetzt hier habe ich noch Fußspuren gefunden. Genau. Da. Da. Aber es kann noch nicht das Einzige sein. Der Lichtkristall ist jetzt nicht mehr wirklich selten. Jetzt ist der Nova-Kristall, bei dem unser guter Charakter immer länger braucht. Und ich muss sagen, der gute
Diablos ist auch nicht mehr mal das, was er mal war. Mit der Rüstung, die ich hier gerade trage, macht der halb so viel Damage wie früher. Ich glaube zwar, seine Ulti würde mich, also wenn er sich eingreift, würde mich immer noch killen, aber naja gut. Wenn ich dann irgendwie noch wenn ich dann irgendwie noch was dazu knall, irgendwie ein Gericht oder so, sollte das passen, würde ich sagen. Ja, ich sollte definitiv mehr Knochenhaufen farmen. Ich farme an jeder Ecke diese Kristalle, aber. Sogar Felsknochen bekomme ich noch hier. Wow. Ich dachte, die sind jetzt nicht so mehr up to date, dass ich jetzt in die vorherigen, so in die Low-Rank-Gebiete muss, so. Aber nein. Sogar noch richtig gut droppen die. Neben den hochwertigen Knochen. Ja, nicht schlecht. Alt. Ach. Das ist ja nice. Dann habe ich direkt zwei Stellen, die 20 Points geben. Insgesamt 40. Nicht schlecht. Ja gut, das rote Erz, da muss ich einfach abziehen hier, weil was muss, das muss. Tölö, mein Freund. Hä? Wir haben Hinweise zum Drachenältesten gefunden. Wir Ach machen gute was. Fortschritte. Haben wir das? Interessant. Ja, aber das sind, glaube ich, auch schon die einzigen. Ach, das ist der Barot. Zu dem habe ich schon was gefunden. Ne? Ich hatte schon Freude. Aber nein. Ja gut. Auf der Seite ist gar nichts, Freunde. Deswegen gehen wir jetzt. Warum stecke ich die Karte weg? Jetzt gehen wir nochmal in den uralten Wald. Zum Glück weiß ich da genau, wo ich suchen muss. Und ja, wir müssen zum ersten Platz. Leider. Klar würde der eine Platz da auch noch gehen. Aber ist egal. Guckt euch das an. Nicht schlecht. Leider muss ich halt sagen, dass es nicht wirklich viele Spuren sind, die die Kleinen hinterlassen. Deswegen, ja gut. Im letzten Part haben wir nämlich schon den einen Drachenältesten Walhazar freigeschalten. Und mussten uns schon da gegen Ende hin und her porten. War nicht so geil, muss ich einfach so gestehen. Ich glaube, ich mache sogar, wenn ich immer, also wenn ich einmal draufgegangen bin, komplett, gehe ich zum nächsten und gucke mir die Cutscenes mit euch an. Dann kann ich die wenigstens offscreen versuchen und die beste Waffe dafür rausfinden. Und dann kann ich jeweils einfach mal eine stündige Versuchsszenerie mit denen hochladen, um euch zu zeigen, wie sie so agieren und so weiter. Und dann mache ich die halt sonst offscreen, wenn ich die nicht onscreen bekomme. Ist zwar scheiße, aber hey. Offscreen kann man sich sowieso besser konzentrieren, warum auch immer. Ja gut, das sind die, die ich möchte, aber was willst du mir nicht sagen, dass hier noch ein.
Kollege da ist Basel, der mir hier an die Wäsche will. Bitte nicht. Wäre unschön. Und jetzt hier vorne hat es nochmal welche. Hier. Wir haben Drachenältesten-Hinweise gefunden. Wir machen gute Fortschritte. Ach was. Ach gut, dann darf ich noch ein drittes Mal hier hin. Oder auch nicht. Tobi Kadachi. Dein Ernst. Oh, hallo. Anjanat. Geh mir nicht auf den Sack. Der Kuluyaku ist uns zum Glück friedlich. Alte Fußspuren. Wer zum Geier könnte das sein, ey? Oh. Die Feder nehme ich mit. Anjanat. Hä? Ein Puke-Puke, der aus der Reihe tanzt. Oh ne. Das will mir mal so gar nicht gefallen. Dann gehe ich jetzt noch zur letzten Szenerie. Hä? Aber die wird es mir sicher nicht merken, weil ich nicht alle finde, ne? Meine Fresse, ey. Aha. Genau die meinte ich, die Kerben. Ja gut, dann darf ich dann nochmal hin. Das wird unschön. Ist hier auf dem Weg vielleicht noch was? Ja, man weiß nicht. Ich muss gucken. Da bin ich nämlich nicht lang gelaufen. Weil ich dachte, das ist so der Hauptweg zu unserem Lager, da wird wohl sicher nichts sein an Spuren. Und wie ich mir dachte, konnte ich mir den Weg auch sparen. Aber dann sieht auch ihr es 1 zu 1, dass man da nicht durch muss. Aha, interessant. Und endlich finde ich hier auch mal ein Anjanat. Finde ich cool. Gut. Lassen wir das stecken. Das Einzige, was ich noch nachgucken könnte, wäre das da. Das Lager vom Ratian.
ob dort jetzt was ist. Hier runter, ne? Dann rechts und dann links. Die zweite. Aber nein. Doch. Fehlgezündete Schuppe. Die Kleingalaka oder wie die heißen, sind ja wirklich überall. Okay. Hier lang. Mal schauen, ob ich noch mehr finde. Du bist auch selten dämlich, ne, Kuloyaku? Alter Knochen, okay. Bevor ich hier wieder wegdampfen kann. Die Federn nehme ich aber mit. Auf die anderen Fußspuren scheiße ich momentan und gehe jetzt wieder, würde ich sagen, hier hin. Ist so ziemlich zentral. Und soweit so gut finde ich sowieso sonst nirgends irgendwelche Fußspuren. Also muss man das dreimal machen, ist ja lächerlich. Also man braucht schon mindestens 40 Minuten, nur um die Fußspuren zu sammeln. Oder eine Stunde, wenn man alle... Nee, über eine Stunde, wenn
wenn man alle möchte, direkt. Also 20 Minuten pro Ältester. Das hätten sie auch einfacher machen können. Weil ich bin wirklich überall rumgegammelt. Und zudem weiß man zu Anfang nicht genau, wo man landen muss, also wo man hingehen muss, um die Fußspuren zu finden und so weiter. Man muss auf gut Glück mal rumrennen. Naja, wenn man nicht gerade von Anfang an fündig wird, so wie jetzt gerade. Dann ist es ein bisschen problematisch. Ne Ratian. Dankeschön. Schuppe. Schuppe nehme ich gern mit von Naratian. Jetzt ist die Frage. War hier unten wirklich nichts? Nein. Nitropilz nehme ich trotzdem mit. Nochmal Nitropilz. Hier sind nochmal die zwei Fußspuren. Die Knochen nehme ich jetzt auch noch gerade mit, wenn ich gerade dabei bin hier beim Rumrennen. Oh, du hast auch was gefunden. Nicht schlecht. Nö. You are kidding me, mein Freund. Hä? Wo? Dann bin ich durch, mein Freund. Da. Sehr gut. Da sind genug Hinweise zum Drachenältesten in der Ödnis. Berichten wir es der ökologischen Nein. Forschungsgruppe. Scheiße, ich bin so gewohnt, dass ich immer wieder auf die Karte klicke. So, garantiert nicht, meine Freunde. Zurück geht noch nicht. Außer wir finden jetzt nicht alle Spuren im Wald, dann muss ich unweigerlich zurück und damit wir dann nicht unnötig zurückgehen. Würde ich dann ganz gerne dann schon mal gucken, mit wem wir es hier in der Ödnis zu tun haben. Aber ansonsten würde ich gleich beide abspeisen. Aber gut. Man kann ja nicht immer alles haben. Aber das heißt, ich gucke mich definitiv noch ein bisschen genauer um. Manche kommen nur zu einem bestimmten Wetter raus. Okay. Also ich wusste, dass das auf Kleinviecher zutrifft, aber auf Monster. Okay, interessant. Ich dachte immer, es ist zufallsbedingt, welche Monster gerade erscheinen.
Sie haben endlich wieder mal nützliche Tipps drin. So. Hi, Anjanat. Danke. Hier hin, bitte. Ja, nee, das wird nie reichen. Außer ich finde jetzt noch mal was. Dann kann's knapp reichen. Aber ich gurke hier sicher nicht wieder irgendwie so eine halbe Stunde rum, ne? Hallo? Warum bist du denn so schnell außer Puste, ey? Das ist ja echt lächerlich. Du hast einen Bogen um dich gespannt, das heißt nicht, dass der schwer ist, ey. Unten war nichts, aber ich muss sowieso davon rennen, weil sonst kann ich nicht porten und ich muss nämlich hier hin. Scheiße. Wie gesagt, solange wir im Kampf sind, geht da halt mit Porten gar nichts. Jetzt geht's. Wow, das ging doch schneller, als ich erwartet habe. Nur eine halbe Stunde oder so. Die Feder nehme ich mit, mein Freund. Die Federn hier auch. Kannst du machen, was du willst. Jetzt erhöhe ich mal mein. Oh. Jetzt kann es doch eventuell reichen mit den Vieren. Hä? Ich glaube, da sind genug Hinweise zum Drachenältesten im Wald. Berichten wir der ökologischen Forschungsgruppe. Ja. Sehe ich jetzt genauso. Jetzt sprechen wir dieselbe Sprache, mein Freund. Das ist eben, wenn man weiß, wo man suchen muss. Wenn man nicht weiß, wo man suchen muss, dann, ja. Dann kann man schon eine Weile brauchen. Und ich habe eben im Vorfeld schon das Ganze abgeklappert, einmal im Wald, um zu gucken, wo was ist. Und ich habe die Hälfte des Ödlands abgeklappert, um zu gucken, was da so ist, und bevor ich aufgenommen habe. Das ist einfach so eine kleine Maßnahme, damit wir hier nicht Stunden vertrödeln, nur bei dem Kack hier. Ich glaube, jetzt haben wir genug Daten über den uralten Wald. Willst du der ökologischen Forschungsgruppe berichten? Gerne. Ich glaube, jetzt haben wir genug Daten über die Wildturmödnis. Lass uns der ökologischen Forschungsgruppe berichten. Bist noch in einem Ah, da Schritt. bist du ja. Ich habe auf dich gewartet. Wir haben herausgefunden, welcher Drachenälteste im uralten Wald patrouilliert und wo du ihn finden kannst. Der Name des Drachenältesten ist Kushala Daora. Genau das Sturm und Wetter. Diese Drachenältesten beherrschen ein weitläufiges Gelände. Bestimmt hast du von Sichtungen in der alten Welt gehört oder sie selbst gesehen. Wenn einer hier in der neuen Welt lebt, müssen wir ihn studieren. Wir müssen einfach. Ich habe den Enkel des Kommandanten gesagt, also ich habe dem Enkel des Kommandanten gesagt, wo man den Kushala Daora finden kann. Sprich mit ihm, um mehr herauszufinden. Na, was gibt's?
Noch nicht viel. Bist noch in einem Da bist du ja. Gute Nachrichten. Wir haben herausgefunden, welcher Drache es in der Wildturmödnis erschienen ist und wo du ihn finden kannst. Er heißt Theostra und ist unglaublich brutal. Man nennt ihn auch den Flammkaiser und den Unvergleichlichen. In der alten Welt ist er in Wüsten und vulkanischen Gegenden heimisch. Ich hatte nicht erwartet, hier einen zu begegnen. Wir müssen ihn studieren. Wenn ich mir diese Chance entgehen lasse, werde ich mir das nie verzeihen. Ich habe dem Meister der Jagd gesagt, wo der Theostra gefunden werden kann. Sprich mit ihm, wenn du mehr herausfinden willst. Na, was gibt's? Nix. Doch, es gibt noch was. Kontrollieren kann, aber es gibt keine Verbindung. Wir werden sie finden. Monsterlexikon. Theostra. Ein brutaler, in Flammen gehüllter Drachenhalter, der Feuer speit. Der Theostra ist derart wild und tödlich, dass die Gilde das Wanderverhalten von möglichst jedem Exemplar im Auge behält. Der schwarze Schuppenstaub, der ein Theostra über große Flächen verteilt, explodiert nach einer Weile. Behaltet das im Hinterkopf. Waffen mit ältesten Siegeleigenschaften sind hilfreich und passe auf die Flammen auf, in die sich der Theostra gelegentlich hüllt. Okay. Also das sind die Drachenältesten. Na? Denke ich mal. Kushala Daura. Ein Drachenältester in wilde Winde gehüllt, durch die sich niemand nähern kann. Seine Haut besteht aus harten, metallischen Schuppen. Wenn er auf Gegner trifft, hüllt sich der Kushala in einen Windschutz, der stetig intensiver wird und schließlich Bogen- und Bogenwehrangriff abwehrt. Um ihn zu schwächen, lass ihn nicht zur Ruhe kommen und greife mit ältesten Siegelwaffen an. Okay. Alle mit ältesten Siegelwaffen. Das heißt, ich muss doch noch mal ein Schwert rauspacken. Und zwar genau dieses hier. Das da, Drachenstecher. Sonst wird da wohl kaum was möglich sein. Was ist denn bei dir verkehrt? Ha, meinst du, du kannst einem alten Mann bei einem Problem helfen? Naja, nee, kann ich nicht. Geh weg. Radobahnrückenpanzer, schön für dich. Es war einfach, den zu ergattern, aber egal. Weiter zu Heimat der Ältesten. Schließe 3. Naja, nee. Ja, muss ich sowieso. Deswegen, let's do this. Aber ich gehe jetzt noch zur Schmiede. Ne, noch nicht zur Schmiede. Wir müssen da noch gucken, wo die zu finden sind. So. Was? Theodostra? Das ist als so der Drachenhals, der in der Ödnis herumspaziert ist. Mein alter Feind. Diese Kerben in meiner Rüstung verdanke ich dem Flammkaiser und nun werden wir uns erneut begegnen. Jeder Jäger, der etwas taugt, sollte dankbar sein können, gegen solch einen Gegner auf die Probe stellen zu können. Bist du dabei, melde dich zu der Quest an, dann werden wir Theostra in die Heimat der Ältesten verfolgen. Ein Theostra? Die Jagd wird dir alles abverlangen, aber mit einem vollen Magen solltest du es schaffen. Ja, genau. Okay. Du hast ja nicht ganz alle Latten am Zaun. Die Gelehrten der ökologischen Forschungsgruppe haben uns mitgeteilt, wo wir Kushala Daura finden werden. Er befindet sich in der Heimat der Ältesten. Er muss den uralten Wald verlassen und zum Schlafplatz zurückgekehrt sein. Das sind gute Nachrichten für uns, da wir ihn nicht in der Nähe der Basis haben wollen. Genaue Informationen gibt es in einer Quest, die ich vorbereitet habe. Sei vorsichtig! Der Rest des Feldteams ist bereits auf dem Weg dorthin. Stoße so bald wie möglich zu uns. Okay. Wir den neuen. Ja, man findet so einiges in der neuen Welt. Volldampf voraus! Pucke-Pucke-Beute. Volldampf voraus! Den hätte ich sogar. Uraganschild.
Prismatische, was? Paprika. Gut. Ist auch abgegeben. Dann gehen wir jetzt noch zur Schmiede. Gucken uns an, ob wir was verbessern könnten, wenn möglich. Was soll ich herstellen? Das wirst du gleich erfahren oder rausfinden. Dran jetzt den Knochen. Scheiße. Ich habe ein Problem. Und hier komme ich nicht weiter. Werkstattwaffenbaum. Neue Waffe oder wie? Eltensiegel hoch. Und wie komme ich an die Zutaten, Mann? Gamma-Münze, Rathalos-Münze, Jägerkönigsmünze. Was? Die brauche ich, Elstensiegel. Hoch, Mann. Und da erst noch Drachenschaden. Das ist wahrscheinlich perfekt für jeden verdammten Boss, ey. Wie komme ich an diese Siegel, oder an diese Münzen, ne? Rathalos sicher besiegen. Gamma-Münzen. Keine Ahnung. Jägerkönigsmünze. Keine Ahnung. Bei Rathalos ist es klar, aber beim Rest, da bin ich jetzt überfragt. Vivan. Kiefernklinge. Ist es heftig. Haben wir einen Bogen? Klar, mit Elsensiegel, aber bringt mir der was? Ohne Moment, die. Wir gucken das gerade mal an. Viva Edelstein. Ich kann mich einsagen lassen. Ich kann mich sowas von einsagen lassen. Ich glaube, ich muss mit der Waffe rumrennen. Wo ist sie? Entweder mit der da. Leider haben wir das Ding noch nicht gefunden, was wir dazu benötigen. Drachenspalter. Ja, ich möchte einfach die haben, ne? Wahrscheinlich müsste ich mir noch eine andere Rüstung zulegen, weil dies gegen Drachen nicht gerade effektiv. Da. Klar, ich könnte sie upgraden. Aber ich bräuchte mindestens ein Ältestensiegel. Leichtes Bogengewehr. Heckenschütze, okay. Gewehrlanze? Nee. Wo ist sie? Die Energieklinge hier. Gyros Nadia.
Korallenkristall, ja, die hätte ich auch schnell wieder zusammen. Aber ob es das bringt, die hat nur 360 Schaden-Input. Da kann ich mir gerade so gut einen Insektenglewe zusammenbasteln. Kerkerhammer. Okay, aus Jägerkönigs. Wie zum Geier soll ich an die Jäger. Ich müsste das mal googeln, ne? Ja, gut, wir gucken uns jetzt mal noch die welken Cutscenes an. Dann bin ich zufrieden für heute. Weil mein Sohn ist wach und ja, ich möchte gerne offscreen versuchen, gegen die was zu unternehmen. Ja, ach du heilige Scheiße. Ja, wir gehen zuerst zum übelsten Kollegen. Hallo? Wird doch wohl nicht so schwierig sein, ne 1:1 Mitgliederversammlung herbeizurufen und direkt dorthin zu gammeln, ne? Höllischer Feind Walhazak. Wow. Ist ja prima. Weil ich meine, der Blackscreen hier, oder was ich gesagt, das Informationszentrum geht ja auch eine kleine Zeit. Fiolen-Effekte Angriffe mit einer Energieklinge sind schwerer abzuwehren, wenn ihre Fiolen-Effekte aktiv sind. Dies hilft beim Angriff. So, so. Was? Also, Walhazak. Hier ist nur ein Eintrag über den Walhazak, aber das war mehr ein möglicher Treffer, keine richtige Bestätigung. Wir könnten uns von Sternschnuppen zu Sternchen steigern, wenn wir den Walhazak tatsächlich hier finden. Man wird ihn hier finden. So war mein Name Sunny heißt. Na, also hier auf YouTube. Meine Fresse. Ja. Genau da. Jetzt ist der Weg frei. Viel Spaß bei der Cutscene, Freunde, sofern eine erscheint. Aber ich denke mal. Ja, jetzt wird's lustig. Viel Spaß, Freunde. Und jetzt müsst ihr gucken, was passiert. Er erhebt sich. Und ihr denkt einfach nur, jetzt ist die Kacke richtig am Dampfen. Es ist so richtig, wie früher es beschrieben wurde, Türken-Style-mäßig. Aber nichts da. Er saugt alles Leben ein. Der Typ ist einfach Ember. Das soll mir noch einer sagen. Ein Ältester bräuchte Hilfe. Der Typ ist krass. Hi, Balazar. Du wirst auf jeden Fall heftig. Kann ich sicher beschwören, ja. Balazar.
Ich will weg. Ich habe keinen Bock. Mache ich dem irgendwie Schaden? Ich bin nicht dumm. In diese Rauchwolke darf man nicht rein. Was? Wollt ihr mich verarschen? Oh. One shot, ne? Ne, sehe ich nicht ein. Sehe ich nicht ein. Der one-shottet mich einfach mal. Das ist auch eine Frage, wie will man gegen den ankommen? Ich muss mir definitiv Videos dazu ansehen. Ich guck mal, wie Sephiron. Ja gut, der hat eh immer Kollege, also Freunde dabei gehabt, aber was zum gestörten Geist und Herrn ist das denn gewesen, Der hat mich angespuckt, der Kollege. Der hat mich angespuckt. Und ich bin instant gestorben. Was ist denn bei dem verkehrt? Wenn ich jemanden anspucke, stirbt er auch nicht gleich. Wie giftig ist die Scheiße? Da wünschte man sich teilweise so eine giftige Spucke zu haben. Wenn einem jemand nicht gefällt, spuckt man ihn an und der fällt tot um oder so. Meine Fresse. Da bin ich ja nicht mal gespannt auf die anderen. Das wird ja übelst krank. Yep. Botte Hitler würde ich mal so fast in den Raum schießen. Was zum Geier ist denn das? Komm, wir gehen zu Theodostra. Oder Theostra oder wie man den jetzt nennt. Ich gehe hier oben hin. Ich weiß ja nicht genau, wo der ist, aber ich kann es mir denken und ich werde dorthin gehen. Und mein Sohn hat seinen Fun des Jahrtausends, würde ich sagen. In seinem Bettchen. Den muss ich auch gleich zurückholen. Die streichle ich noch, vielleicht habe ich mehr Glück. So. Könntest du mal... Ich habe eigentlich Angst, in den Nahkampf zu gehen, ne? schon nur wegen den Flammen. Das wird übelst. Also ich glaube, die muss ich mit anderen Leuten zusammen machen. Am besten hoffe ich, dass ich 60er Rang Jäger bekomme, weil, ja, sonst bin ich instant im Arsch. Theostra entdeckt. Na, wer von uns wird den Theostra erledigen? Du oder ich? Ich mag gute Konkurrenz. Genau dafür wurde ich geboren. Aha, dafür bist du geboren, ich nicht. Mich juckt's nicht schon nur allein vom Zusehen. Darf ich kurz? Ich will nicht in der ersten Sekunde abdanken. Deswegen, darf ich kurz Objektruhe, Objekte verwalten. Lehmpilz weg. So. Dann gehe ich jetzt mal hier hin. Na, ich dummer Volldepp. Ich dummer Volldepp. Objektruhe, Objekte verwalten. Gegengift. Nee, brauche ich eigentlich nicht. Spinnennetz. Ja gut, kann man jetzt mal wegknallen. Brauche ich gerade echt nicht. Das ist einfach, weil ich durchdrücken möchte, ne? So. Kältetrank. So. Ich bedanke mich.
um keinen Schaden zu erhalten. Okay. Das ist ja heftig. Direkt in der Lava drin. Die Cutscene habe ich selbst noch nie gesehen, ne? Die Cutscene habe selbst ich noch nie gesehen. Und wir sind gleich im Arsch, ne? Kann das sein? Ich bin ja gespannt, mit welcher er uns one-shottet, der gute Kerl. Theostra. Und es gibt einfach Leute, die killen den easy, ne? Zu viert. Ich fühle mich irgendwie wie der letzte kleine Kinderpupser. Ja, und wo bist du, kleiner Pupser? Und das war's mit Theostra. Jetzt gehen wir noch zum letzten Kerl. Und ja, dann beende ich schon den Part, weil ihr hört im Hintergrund sicher schon meinen guten Sohn. Und ja, den würde ich ganz gerne bei sowas lieber beglücken. Ja. Das klingt jetzt auch falsch, aber ist einfach mal so. Und ich beglücke ihn jetzt gleich mal kurz mit meiner Anwesenheit. Ich muss mal kurz... Schalte ich direkt weiter, dass der Ladescreen ohne mich durchgeht. Ja, Cutscene kann mich am Arsch.
Schlafplatz des Kushala Daora ist weiter oben. Viel Erfolg, Feldteam. Okay, verstanden. Dann untersuchen wir das mal. Wir sollten auch aufbrechen. So, da bin ich wieder. Auch wenn nur für kurz, aber die Cutscene will ich mir jetzt auch noch geben. Na? Also, was muss, das muss. Meine Fresse, und mein Sohn will gerade nur jammern. Jammert hier nicht rein. Also, Teostra habe ich jetzt noch nie gesehen. Habe ich die schon gesehen? Oh Gott, der Windherrscher persönlich und nicht mit einem Bogen. Ja, nee, ist klar. Und wie soll ich da überhaupt durchkommen? Ah, da ist er doch. Da bist du, Kushala Daora. Aber bis ich an die Waffen komme oder überhaupt. Nutze alles, was du zur Verfügung hast. So läuft das in der neuen Welt. Haha. Der Wind ist immer ein Problem. Also Glück habe ich ein bisschen Windwiderstand durch diese Rüstung. Ah, Elektro bringt's auch. Ey, sogar seine scheiß Tatze macht mir Schaden, ey. Das ist sowas von Kacke. Aber der ist jetzt bis jetzt am niedlichsten von allen dreien. Also was den Schaden angeht. Habe ich was gesagt? Tja, Übermut tut selten gut. Alle one-shotten mich mit irgendeinem Move. Entweder rennen sie in mich rein. Oder keine Ahnung was. Wie ich an denen vorbeikommen soll. Ich glaube, hier ist das Let's Play definitiv vorbei. Und das sage ich jetzt nicht nur so. Ich glaube, da werdet ihr keinen Kampf davon sehen. Weil ich komme ja nicht mal an die ran. Wenn die mir ja einmal krumm kommen, bin ich instant down. Instant. Ich müsste mir zuerst mal Rüstung craften. Ich müsste mir zuerst mal, ich müsste mir alles craften zuerst, bevor ich überhaupt irgendwas gegen die machen kann. Und dazu komme ich leider nicht. Tut mir leid, Freunde. Ich habe ja gewusst, dass sie stark sind. Ich habe gewusst, dass die mich one-shotten können. Mit irgendeinem verfickten Move. Aber dass sie mit einer kleinen Bewegung mich one-shotten. Das ist heftig. Ja gut, dann scheiße ich da gepflegt drauf. Dann ist für mich hier die Story schon beendet. Ich weiß nicht, wie das die anderen gemacht haben. Haben wohl keine Freizeit mehr. Wie soll das gehen? Ich müsste da die ganze Zeit Blitzbomben schmeißen. Instant. Weil der ist ja die meiste Zeit in der Luft. Das heißt, ich könnte ihn runterholen, ein paar Mal auf die Fresse hauen und dann müsste ich wieder weg und das gleiche in grün. Und das etwa sicher 10 Mal, bis die fallen. Und damit meine ich jetzt 10 Mal 3 Blitzbomben verschwenden. Das heißt, ich müsste mehr Blitzbomben dabei haben, als ich jemals dabei haben könnte. Und ja, also ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, solche starke Gegner einzubauen. Also da geht's nicht mal mehr mit, das ist wirklich Dark Souls, Pussy Souls, tut mir leid dagegen. Nee, da spiele ich lieber Pussy Souls,
Ganz im Ernst. Davor ist alles Kinderkacke irgendwie. Selbst der Diablos war Kinderkacke. Und jetzt soll ich die drei besiegen. Wie soll ich einen von denen killen? Der spuckt mich tot. Der flambiert mich tot. Und der schubst mich tot. Ja, da ist in dem Wald Kushala Daura. Da bin ich ganz sicher. Wir wissen, dass er in der Heimat der Ältesten ist. Die Sicherheit aller ist in Astera. Liegt in... Nee. Da trete ich meine Pflicht ab. Theostra, der Flammenkaiser, durchstreift die Ödnis und jetzt liegt er in der Heimat der Ältesten auf Lauer. Zieh los und beende seine brennende Herrschaft. Nein! Ich bin absolut sicher, dass das Miasma vom Walhazak kontrolliert wird. Um meine Theorie ein für alle Mal zu beweisen, gehe ins Tal und suche den Walhazak. Ja. Wie gesagt, der eine spuckt mich tot, der andere flambiert mich tot und der andere schubst mich tot. Ja, geil. Der ist nämlich gar ein Witz eigentlich, der Dauer. Wenn er mich nicht trifft, sein Windschaden ist lächerlich. Aber sein Körperschaden, der ist massiv. Und das habt ihr gerade gesehen. Ich sagte noch, yo, der ist der einfachste Gegner. Er schubst mich, ich bin tot. Ja, wunderbar. Ich weiß nicht, was die Entwickler sich dabei gedacht haben, ne? Jetzt muss keiner von den Suchtis kommen und sagen, ja, du musst die Rüstung craften, du musst dies, das, Ananas. Jungs, habt ihr einen Sohn? Habt ihr eine Tochter oder keine Ahnung was? Ich wollte die Story durchspielen. Ich wollte nie irgendwie der Meister der Meister werden hier. Es tut mir leid, aber für Story durchzuspielen sollte man ja wenigstens durchkommen. Aber alleine... Ohne, man muss sich zwangsmäßig die Zeit nehmen, die Scheiße zu craften, um dann gegen die klarzukommen, ne? Also, ich weiß ja nicht. Gegen Drachen, ja, ist ganz geil. Das ist die beste Ding gegen Feuer, aber ich werde trotzdem von einem Feuerball gekillt. Das heißt einfach nur, dass die noch zu schwach ist. Also müsste ich rein theoretisch eine solche Rüstung tragen. Aber was bringt mir das? Gegen Drachen ist trotzdem minus 3. Und da kann ich nichts sagen, weil der Kopfschmuck hier hat 0 auf jeden Wert. Hat aber dafür 70 Verteidigung. Und der Zora hat 44 auf jedem Scheiß. Kann ich die Zora verbessern? Mittlerweile? Ja, kann ich. Ach so, ich kann das nicht verwenden. Ja, und dann habe ich keine Kohle mehr. Das ist wunderbar. Windsicher. Und da kann ich nicht mal alles upgraden. Wunderbar. Ich frage mich, wozu habe ich die ganze Zeit gespielt, wenn am Ende so ein Gegner auf mich lauert. Also ihr müsst auf jeden Fall keine Parts mehr erwarten. Ab jetzt ist es Sense im Gelände. Wenn überhaupt, kommt noch eine Story-Scheiße, wenn ich irgendwo durchkomme. Ne, ihr habt jetzt gerade gesehen, ich bin keine Minute, vielleicht 2 Minuten im Ring gestanden und bin instant krepiert. Und ich habe definitiv keine Zeit mehr, irgendwie was zu machen.
Es ist so ein Witz. Es ist so ein Witz. Ich hab's ja noch verstanden, wenn man irgendwie zu schwach war, wenn man sonst irgendwas machen könnte, ohne direkt immer Stunden in das Spiel zu investieren. Aber so? Die wollen mich einfach nur noch schlichtweg verarschen, ne? Die wollen mich schlichtweg verarschen. Ich versuche es zwar zu viert nochmal. Bei jedem, natürlich. Mein Ehrgeiz ist da. Der Ehrgeiz ist vollkommen da. Aber ich wüsste gar nicht, wie ich das alleine schaffen sollte gegen die Ältesten. Und Deine meinte noch, ja, man schaffe, es gibt nämlich noch so eine Rüstung, die man freischalten könnte. Die ginge aber nur, wenn man Balhazak und noch den Odogaron besiegt. In einem, also hier bei der Quest wird die dann freigeschalten, ne? Ist ja soweit so gut. Aber dann ist es ungefähr so in dem Sinne, ja, 50 Minuten, so in dem Sinne, so. Nur sind das hier der Ogaran und der andere Gyros, also der Groß-Gyros. Und dann, ja, dürft ihr zuerst mal Valhazak killen und dann, oder Hazar, wie heißt der? Ich guck mal kurz noch nach. Valhazak sogar. Und dann dürft ihr noch den Odogaron killen. Oder beispielsweise fangen. Damit man die Rage-Phase überspringen kann. What the fuck? Also, er hat das alleine gemacht. Ich wüsste mal gerne wie. Ich möchte mal ein komplettes Video sehen von einem auf meinem Levelstand gerade, wie er das macht. Ohne jetzt irgendwie 2 Tage zu grinden und abzugraden. Das würde ich gerne mal sehen. Naja, gut. Ich bedanke mich herzlich fürs Zugucken. Falls euch die Folge noch, die letzte, gefallen hat, vom Ganzen. Ich habe euch auf jeden Fall die Fundorte und so gezeigt, die Cutscenes, falls es euch interessiert hat. Na? Und ich habe gezeigt, wie einfach man gegen die ablust. Na? Ist ja nicht so, als wäre ich scheiße, aber ich habe einfach keine Zeit, um mich abzugraden. Ich weiß, das sage ich jetzt etwa zum 10. Mal, aber es gibt sicher noch Heinis, die meinen, oh, du musst dich upgraden, du bist so eine Flasche, warum kannst du nicht mal gegen den gewinnen, blablabla. Der Drachenelst ist doch einfach und keine Ahnung. Sowas darf ich mir in den Twitch-Streams immer anhören, immer. Wenn ich sage, ja, ich habe bei dem Problem, oh, der ist ja easy, oh ja, der ist ja easy. Und dann muss ich sagen, nee, der ist, nein, der ist nicht easy. Ich habe ja schon beim pinken Radian abgelost. Meine Fresse. Und ja, der ist easy, Blitzbomben schmeißen. Für ein richtiges Game sollte man nie irgendwelche Objekte verwenden müssen, nur dürfen. Weil man es einfacher haben möchte. Aber wenn man nicht mal mit einem Bogen, mit einem scheiß pinken Ratian fertig wird, wie zu Anfang gegen Rathalos, als ich noch völlig underlevelt war, konnte ich gegen den Rathalos mithalten. Klar, ich wusste, ich musste auf ein paar Angriffe achten, aber der hat mich nicht mit einem Schlag gewone-shottet. Nie, nie mit einem körperlichen Schlag. Geschweige denn, ja, mit einem Schweif oder keine Ahnung was. Und hier, ja, tötet mich ein Feuerangriff, obwohl ich eine Flammenrüstung habe. Die momentan stärkste. Naja, gut. Ich höre auf, mich aufzuregen. Ich hinterfrag das Game gar nicht. Ich spiele lieber Digimon. Ich spiele lieber das andere Zeug da, was ich sonst noch da habe. Und lasse das mal in der Ecke so stehen für eine Woche oder so. Ich habe nämlich definitiv genug momentan. Ich werde es zwar eben, ja gut, eine Woche werde ich es nicht stehen lassen, wenn ich heute nochmal mal kurz antrete, um mal wenigstens zu versuchen, zu viert was hinzukriegen. Aber ey, weil ich meine Nergigante konnte ich alleine auch nicht besiegen, weil sie zu schnell und agil waren. Also,
weil er zu schnell und agil war, weil ich kam nur zum Wegrennen. Und das jetzt im Ernst. Ich konnte beim Nährgigante nur wegrennen. Zu mehr kam ich beim Nährgigante nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Wer auch so Probleme hat, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr es so easy macht, zeigt mir ein Video, wo ihr das macht. Könnt es auch verlinken unter diesem Video. Spielt keine Rolle, solange es ein Video ist. Wisst ihr, was ich meine? Von euch, wie ihr die Ältesten legt und das easy, straight, ohne viel Grinding, ohne viel Scheiß. Ich weiß, dass man die Nullbären braucht bei Balhazar oder Hazak. Ich weiß, dass man die Kälte-Scheiße braucht bei dem, wie heißt der nochmal, Theodora, glaube ich. Theostra, sorry. Und Kushala Dora, da habe ich jetzt noch nichts wirklich rausgefunden, außer dass er mit seinem Körper stärker ist als mit seinen Windattacken, was eigentlich unlogisch ist. Der Stahldrache, genau. Ich konnte ihn ja mit meinen Pfeilen treffen, aber ist gut. Naja, ich hinterfrag's wie gesagt nicht. Tüdelö.